Reifen platt? Kein Problem, es gibt ja hilfsbereite Mitmenschen wie ihn. Können Sie mir einmal helfen? Ich habe einen Platten. Oder auch ihn. Nee, ich weiß. Und ich habe keine Ersatzreifen dabei. Nix. Kann man den irgendwie aufpumpen oder aufpusten oder irgendwas? Mal kurz überlegen, geht das? Luftreifen aufpumpen? Ja, geht. Und zwar mit Ihrer Hilfe. Na, braucht ihr Hilfe? Ich hab einen Platten. Einen Platten? Ja, einen Platten. Oh. Ich war Ringer. Ich hab gute Puste. Ich kann das auf. Lass es doch mal sein. Hier, sehen Sie, ich hab eine ja, gute ja, Ringer. Nee, das schaffen Sie nicht. Trau die einer alten Dame nicht zu. Ich mach mal, ne? Nein. Ja, können Sie gerne versuchen, aber. Ja? Lassen Sie sein. Dann liegen Sie gleich am Boden. Nee, das geht nicht. Ich hab eine starke Lunge. Warten Sie ab. Und er wartet ab. Das Ergebnis kennt er aber jetzt schon. Das schafft die doch nie. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Das gibt's doch überhaupt gar nicht. Oh, Mama mia. Hören Sie auf. Oh, das ist anstrengend. Hören Sie auf. Lassen Sie sein. Kann die doch nicht aufpusten. Habe ich noch nie gehört. Ich habe noch nie probiert. Kommt auf jeden Fall mit zur Tankstelle. Oh ja, gut. Schnell zumachen. Oh, jetzt ist genug drin. Haben Sie gesehen, was ich für eine Puste habe? Alles voll. Wenn Sie mal wieder Hilfe brauchen, ich gehe dann, ne? Tschüss. Schönen Dank. Ja, gerne. Tschüss. Danke. Da kann ich was. Ist es auch nicht. Genauso wenig wie bei Germany's Next Blasebalg, diesem jungen Mann hier. Braucht ihr da Hilfe? Wenn du einen Ersatzreifen dabei hast oder eine Pumpe, dann ja. Gerne. Ich puste einfach auf. Mit dem Mund willst du das aufpusten? Ja. Können Sie das? Ja, so eine Brustwirbel habe ich nicht. Okay. Dann versuche ich es mal. Ja, nee, da kannst du nicht machen. Da brauchst du ja ordentlich Druck für. Das geht ja nicht. Also pumpen kann er schon, aber nur im Fitnessstudio. Versuch's jetzt und wenn es nicht geht, dann... Oh. Tschüss, schönen Tag noch. Tschüss. Das gibt's nicht, oder? Magie. Nix Magie. Ich zeige mal kurz, wie es geht. Dieser Kompressor ist mit dem platten Reifen verbunden. Und der Mann am Druckregler ist mein Komplize Oliver. Der hat sich das Ganze ausgedacht. Sollen wir den aufblasen oder so? Wie meinst du aufblasen? Also ich habe jetzt hier nichts zum Aufblasen mit dabei. Ja, einen Mund. Ach, das funktioniert. Kriegst du niemals hin. So viel Druck kriegst du nicht aufgebaut. Ja, wie mach ich das jetzt? Ja, viel Glück. Junge, vergiss es. Nee, Junge, vergiss es nicht. Und du wirst auch nicht vergessen, was du jetzt erleben tust. Geht doch. Das gibt's doch nicht, oder? Was war denn das? Das geht doch überhaupt nicht. Da braucht man noch viel mehr. Ich weiß gerade nicht, was ich denken soll. Das war jetzt absolut somit das Kurioseste, was ich erlebt habe. Aber jetzt wird es noch kurioser. Husten oder so, oder keine Ahnung, haben Sie da irgendwas dabei? Haben Sie ein Problem? Ja, ein Platten. Platten ist schlecht. Vielleicht kann man keiner helfen hier. Der Hund? Ist ein Plattenhund. Klar, und der wohnt mit seiner Plattensammlung im Plattenbau. Dobby? Hier, Dobby. Liebe Tierfreunde, natürlich sind Reifen, Felge und Ventil vorher desinfiziert und mit Bio-Leberwurst eingeschmiert worden. Dem Hund geht's gut, jedenfalls besser als dem Mann. So. Damit können Sie fahren. Was hat denn der für Gabi, komm, wir gehen. Unsere Arbeit ist erledigt. Tschüss. Wenn Sie Hilfe brauchen, einfach schreien. Das ist ja Wahnsinn, oder? Ja, fahren Sie erstmal. Ich glaube, ich weiß, wo ich sowas schon mal gesehen habe. Also ich habe sowas noch nie gesehen. Ich glaube, ich habe das schon mal bei Verstehen Sie Spaß gesehen.
Nee, ne? Herzlich willkommen! Ja. Ja, da ist der Kamera drin. Oh, ach, das in dem Häuschen ist